Wir schauen zu Christoph Wanner in Moskau. Christoph, wenn es heißt, nicht alle Brücken abzubrechen nach der Putin-Ära, weil Putin spielt in dieser Konstellation keine Rolle für den Westen. Wer käme denn in Frage, mit dem man reden könnte nach Beendigung des Krieges in der Ukraine? Ja, es gibt eine ganze Menge Oppositionspolitiker oder Oppositionskräfte, die für Gespräche mit dem Westen natürlich in Frage kämen. Vor allem erstmal Alexei Nawalny, der hier im Straflager sitzt. Gesamtstrafe bisher 11,8 Jahre. Wladimir Karamurza, Straflager 25 Jahre. Ilya Yashin, Straflager 8,6 Jahre. Das sind erstmal die Leute, die hier sind von den prominenten Oppositionspolitikern. Dann gibt es natürlich auch noch im Ausland Männer, mit denen man reden kann und mit denen man ja auch redet. Michail Khodorkovsky, der einst reichste Russe, Öltycoon, saß auch 10 Jahre im Gefängnis. Dann Garry Kasparov, der ehemalige Schachweltmeister, ist auch im Exil, mit dem wird auch gesprochen, ist auch ein Teil des anderen Russlands, Drugaja Rassia. Es gab sogar mal so eine Bewegung hier, auch noch während der Putin-Ära, zu der auch viele dieser Politiker gehört haben, über die ich gerade gesprochen habe. Aber das eine ist eben, mit wem man sprechen könnte, und da gibt es übrigens noch einen sehr wichtigen Mann, den ich nicht vergessen will. Das ist, glaube ich, der einzige Oppositionspolitiker von Rang und Namen, der überhaupt noch in Freiheit ist und in Russland ist, das ist Lew Schlossberg. Lew Schlossberg, den muss man sich merken, ein Mann aus Pskow, aus der russischen Provinz. Ja, mit denen kann man reden, tut man ja auch, aber man muss immer die Realität sehen. Wladimir Putin und sein Team, sein System, die sitzen hier in Russland fest im Sattel. Und man muss auch anerkennen, dass der russische Präsident bei sehr vielen Russen nach wie vor extrem beliebt ist. Und dass in keinster Weise absehbar ist, dass dieses System in sich zusammenfällt. Das ist die Realität. Nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut richtig, mit allen Kräften zu sprechen und den Kontakt zu Russland nicht abzubrechen. Denn es gibt dieses andere Russland, auf das auch Olaf Scholz setzen will.